Ja, doch, das, soweit geht's mir ganz gut. Und Ihnen? Auch sehr gut. Danke der Nachfrage, Herr Otter. Ja, sehr Herr Otter, Sie gerne. fragen sich womöglich, warum ich Sie anrufe, oder können Sie schon denken? Ja, von Essen auf Rädern, ja, nicht wahr? Oder habe ich das falsch verstanden? Hallo? Ich rufe Sie an, weil Sie sich bezüglich Yuan-Pei, den digitalen chinesischen Coin, sich bei unserem Handelskonto registriert haben, Also ja, um mit Ihnen gemeinsam Ihren Handelskonto zu aktivieren. dann habe ich Sie falsch verstanden, weil ich warte noch auf das Essen. Die sind noch nicht gekommen heute. Nicht wahr? Herr Otter, Ja. Sie haben sich ja gerade eben über Ihre @krug.ru E-Mail-Adresse Ihre Daten eingetragen, weil Sie Ja. ja mit dem Gedanken spielen, Ihr Geld für sich arbeiten zu lassen. Ja, Das ist Ihnen bewusst, oder? das habe ich ja im Prinzip veranlasst, weil ich wollte ja nicht mehr davon abhängig sein, dass mir andere das Essen bringen, nicht wahr? Wollte mich da, sag Otter, mal, ich ein habe Sie nicht bisschen. akustisch verstanden. Ha, wie bitte? Ich habe Sie nicht akustisch verstanden. Herr Otter, nochmal, also Sie haben ja Ihre Daten eingetragen, weil Sie ein Zusatzeinkommen erwirtschaften möchten. Richtig? Ja, genau. Das war ja der Sinn der Super. ganzen Aktion. Super. 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 Dann tun wir mal die Aktion vollenden. Ist Weil Sie das? haben hier top ausgebildete Senior Account Manager, Was die für ein Ihnen in Ding? der Hinsicht dann alles erklären, wie Sie Ein hier was bitte? potenzielle Renditen erwirtschaften dürfen. Nochmal, was haben Sie da Top ausgebildete? ausgebildete. Ja? Darf ich ausreden? Ja, Wollen Sie bitte? zuhören? Sehr gut. Wir haben top ausgebildete Senior Account Manager. Die werden Ihnen dann Informationen aufzeigen zum Thema Trading, damit Sie für sich die richtigen Entscheidungen treffen können, dürfen. Also so zur Vor allem das ganze Anleitung im Fundamentale, Prinzip. das Technische und die ganze Marktpsychologie. Genau. Und jetzt Ja. mach, und ich rufe Sie an, mit Ihnen gemeinsam Ihren Handelskonto zu aktivieren. Herr Otter, sind Sie gerade am PC oder am Smartphone? Na, aber ich habe einen Laptop im Prinzip. Der Computer ist mir kaputt gegangen. So am Laptop. Wo haben Sie Daten eingetragen? Am Laptop oder am Smartphone? Nochmal bitte. Wo haben Sie Ihre Daten eingetragen? Am Laptop oder am Smartphone? Ja, das war am Laptop. Otter. Hervorragend. Dann gehen Sie wieder zurück zu Ihrem Laptop. Greifen Sie auf die Seite, wo Sie gerade eben Ihre Daten eingetragen haben. Oder greifen auf Ihre E-Mail zu. Auf Ihre @grugruck.ru Einen E-Mail-Adresse. Moment Das schaffen bitte. Sie wohl. Nicht wahr? Ich bin ja nicht doof, nicht Sehr wahr? gut. Ich habe mich mit den Computersachen, sei mal, ziemlich reingefuchst. Mein Enkel hat mir das alles beigebracht, so mehr oder weniger. Nur neulich habe ich mal Ihr so ein Enkel, wie jung Virus mir sind Sie denn? eingefangen. Ich bin 81. 81. Wie Das ist bitte? ein junges Alter. Das ist ein junges Alter. Das war so mit Humor gesagt. Ach Junges so. Alter, Ja, 81. ich habe das Interessant. akustisch nicht Interessant. verstanden gehabt. Alles gut, dann versuche ich ein wenig lauter zu sprechen. Wie bitte? Herr Otter, haben Sie es geschafft, in Ihren. Ja, ich habe Herr mich Otter, gerade, ich habe haben mich Sie es gerade, geschafft, zu Ihren Laptop zu gehen? ich habe mich beim Passwort verschrieben. Ich muss das gerade noch mal eintragen. Herr Otter, sagen Sie mir denn, was Sie gerade am Laptop vor sich sehen? Ja, jetzt habe ich das scheinbar geschafft. Guten Tag, Rob Otter. Ich habe festgestellt, dass Sie derzeit bei Ihrem Handelskonto angemeldet sind. Und da werde ich gefragt, ob ich Unterstützung brauche. Sie sehen, Herr Otter, unter Wilhelm Kulwes ist mein Name. Da sehen Sie ja mit freundlichen Grüßen Wilhelm Kulwes. Ja. Unter meinem Namen ist unsere Seite eu.excentral.com. Sehen Sie unsere Seite. Ja. Klicken Sie auf Seite. Auf Seite? Ja, also auf den Link, ja. Auf EU.
auf eu.excentral.com. Oh Mann, das Gerät ist heute so langsam. Herr Otter, alles gut. Haben Sie es geschafft, auf die Seite zu klicken? Ja, das lädt gerade. Geben Sie mir gerne eine Rückmeldung. Ja. Danke für diese Rückmeldung. Wenn Sie was sehen, nachdem es geladen hat, sagen Sie mir, was Sie sehen. Bitte. Ja, das ist. Also da steht jetzt Tesla und Bitcoin, was liegt vor uns? Steht da drauf auf der Seite. Mhm. Rechts oben sehen Sie. Ha? Ja, rechts oben sehen Sie anmelden oder steht da Ihr Name? Da rechts steht, oben. Da steht Registrierung. Ja, rechts oben. Hallo? Und rechts neben Registrierung, was sehen Sie da? Ja, da ist Anmelden. Klicken Sie auf Anmelden. Otter! Ja? Wollen Sie das Ganze per Online-Banking oder Visa Mastercard machen? Nochmal bitte? Das war ein die bisschen schnell. Herr Otter, wollen Sie die Aktivierung per Online-Banking oder Visa Mastercard machen? Ja, also mit Internet wäre es schon besser, weil jetzt die Sparkasse, die hat jetzt nicht mehr geöffnet, nicht wahr? Und ich wollte das ja, sag ich mal, zügig dann auch anfangen. Nochmal die Frage, wollen Sie das Ganze per Online-Banking oder Visa Mastercard machen? Ja, das online dann, nicht wahr? Ist ja einfacher. Hervorragend. Dann machen wir es über Online-Banking. Kennen Sie auch Ihre Zugangsdaten, damit wir das alles geschmeidig machen, Herr Otter? Damit was bitte? Hallo? Kennen Sie Ihre Zugangsdaten, Herr Otter? Benutzername und Passwort für Ihr Online-Banking, damit alles glatt läuft. Ja, natürlich. Sonst funktioniert das ja alles gar nicht. Sehr gut. Herr Otter, ja? Haben Sie auf Anmelden geklickt? Ja, ich bin gerade dabei. Herr Otter, ja. sagen Sie mir mal, mit wie viel Kapital Sie starten möchten. Da bin ich mir noch gar nicht so sicher, muss ich zugeben. Ich habe mal probiert, mich da so reinzulesen. Also, ich habe ja, sag ich mal, von meiner Frau jetzt leider jüngst geerbt. Und ich wollte schon, dass ich da, sag ich mal, noch gut von leben kann. Und das scheint mir das ja eine ganz gangbare Möglichkeit zu sein, sag ich mal, das sinnvoll anzulegen da, im Prinzip. Nochmal die Frage, Herr Otter, mit wie viel Kapital wollen Sie starten? Ja, da bin ich ja mir ja im Prinzip noch unsicher, was ist ja, sag ich mal, angemessen und sinnvoll. Also die meisten unserer Kunden, die es zum einen ernst meinen, starten zum Beispiel mit 1.500, weil ja. Zum einen der digitale Chaincoin ist ja bei 0,026. Allerdings, Herr Ott, haben Sie überhaupt schon mal Erfahrung auf diesem Gebiet sammeln dürfen? Nee. Im Trading-Bereich. Ich bin da jetzt ja erst, sag ich mal, durch die, sag ich mal, die Berichterstattung. Also wollen Sie, also wollen Sie dem Ganzen mal eine Chance geben? Wollen Sie dem Ganzen mal Versuch geben? Super. Ja, das hervorragend. Ist versuchen also, wollte halt schon was damit verdienen. Also, soll jetzt nicht im Prinzip so zum Zeitvertreib sein. Das wollte ich halt nicht machen. Nee. Ja. Also wie gesagt, 250 Minimum, Maximum 30.000, zum Beispiel mit der Visa Mastercard. Ja. So. Und wie ich schon gesagt habe, also es kommt natürlich drauf an, auf welches, also Sie wollen ja wirklich Geld verdienen. Ja, und in diesem Markt, Fall. Wo wir uns befinden, ist Geld von Geld abhängig. Allerdings, Herr Otter, ist ja die Frage bei Ihnen, weil es geht ja um Sie und Sie sind ja nicht jeder andere, genau. Sondern ein individueller Mensch. Was ist denn Ihre aktuelle finanzielle Situation? Ja, die ist gut, ne? Durch die Erbschaft. Aber ich wollte das halt manifestieren, dauerhaft. Mhm. Hervorragend. Ja. Dann, also Sie haben ja auf Anmelden geklickt, ne? Was sehen Sie vor sich?
Da ist jetzt ins Konto einloggen. Ja? Dann geben Sie einmal Ihre @gruck.ru E-Mail-Adresse ein. Mit ja. R fängt's an. Ja, ja, das ist mir bekannt. Ja. Haben Sie es eingegeben? Ja, ja. Ich habe 10 Finger damals noch auf der Schreibmaschine gelernt. Das ist lange her, aber das ist bei einem Computer ja nicht viel anders im Prinzip. Hallo? Herr Otter. Ja, ich bin da. Sie haben auf Ihre E-Mail... Sie haben auf Ihre E-Mail... Zugangsdaten erhalten, also sprich auch Ihr Passwort. Können Sie sich gerade anmelden? Ach so. Also Sie haben einen Benutzernamen, also das ist die App. Genau. Aber ansonsten kann ich gleich auch Ihren Passwort zurücksetzen, das ist jetzt auch gar kein Problem. Nein, nein, das hatte ich mir ja aufgeschrieben. Das sieht so aus, als ob ich jetzt eingeloggt wäre. Das sind jetzt, sag ich mal, so Diagramme. Und da steht die Daten für diesen Vermögenswert derzeit nicht verfügbar. Da ist wohl irgendwas kaputt gegangen. Alles gut. Klicken Sie mal links oben auf das Logo, Herr Otter. Auf was bitte? Klicken Sie links oben auf das Logo noch einmal. Aufs Firmenlogo? Zentral. Ja. Ja, jetzt sind wir wieder an Anfang im Prinzip. Sehr gut. Sehr gut. Jetzt einmal rechts oben, Herr Otter, müssten Sie Ihren Namen sehen. Ist richtig, oder? Ja. Herr Otter. Otter, ja. Sehr gut. Prima. Dann gehen Sie mal mit dem Mauszeiger zu Ihrem Namen und sagen Sie mir, was Sie vor sich sehen, Herr Otter. Ja, das steht jetzt also da oben im Prinzip... Da steht Fragebogen ausfüllen. Sollen wir das machen? Herr Otter, Sie sollen auf Ihren Namen gehen und mir sagen, was Sie vor sich sehen. Wo steht denn der? Also ich habe oben, da steht bei mir Auszahlen. Herr Otter. Fragebogen ausfüllen, Einzahlung und Ausloggen. Mehr steht da nicht. Klicken Sie auf Einzahlung. Klicken Sie auf Einzahlung. Ja. Einmal auf Einzahlung klicken. Ja, ich hoffe. Super. Und sagen Sie mir, was passiert. Ja, jetzt lädt das im Prinzip. Ich hoffe, ich stelle mich nicht ganz so doof an. Ha? Nee, Sie stellen sich hervorragend an, Herr Otter. Das freut mich klasse. Zu hören. Sagen Sie mir einfach nur, was Sie... Da sagen Sie mir einfach gleich, was Sie vor sich sehen, Herr Otter. Wie möchten Sie bezahlen, steht da. Und da sind, sag ich mal, so diverse Piktogramme dann, sag ich mal, vorzufinden. Was genau sehen Sie? Was für Piktogramme sehen Sie denn, Herr Otter? Da steht, das eine bewegtes Visa, dann steht da Klarna, das ist, mit denen habe ich ganz schlechte Erfahrungen gemacht. Giropay, nochmal Klarna? Herr Otter. Ja? Herr Otter, sehen Sie das Piktogramm Giropay Skrill APM? Ja, ja, das sind ja, sag ich mal, linksvertikal untereinander, die beiden. Ja? 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 Sehen Sie Giropay Skrill APM? Habe ich das richtig verstanden? Sehen Sie das, ja, Herr Otter? Also das dritte von oben rechts, da ist dieses... Das ist ein Ja. Girori und in der Mitte ist das Krill im Prinzip, was auch immer das sein soll. Ach nein, darunter ist das andere, was Sie meinen. Giropay Skrill APM, ja? Klicken Sie mal auf Giropay Skrill APM. Einmal draufklicken. Klicken Sie mal drauf. Ja. Einmal draufklicken. Habe ich gemacht. Genau. Super, was passiert, wenn Sie draufgeklickt haben? Da ist jetzt, sagen Sie mir, was Sie vor sich sehen. Ja, ich versuch's doch. Da steht jetzt Währung Euro und Menge mit einem roten Stern. Untermenge.
Ja. Geben Sie da bitte den Betrag ein, mit wie viel Kapital Sie starten möchten. Schau mit mal, wie viel Kapital wollen Sie denn starten, Herr Otter? Wie viel mehr wird denn das so ungefähr? Kann man das mal, so grob schätzen? Also es kommt natürlich darauf an, welche potenziellen Renditen Sie erwirtschaften möchten. Weil zum Beispiel, Sie sind ja über Juan Chaincoin zu uns gekommen. Und zum einen ist es der Aufgabenbereich unserer Top-Ausbildung Senior Card Manager. Ich mache mit Ihnen nur die Aktivierung Ihres Handelskonto. Ach so. Stehen Sie? Ja, ja. Sie sind so der Sekretär quasi. Ansonsten würde ich mit Ihnen könnte ich mit Ihnen tausendmal über den Markt sprechen. Das ist natürlich sehr geil. Ja. Nur ist es meine Zeit jetzt gerade leider Gottes nicht wert. Tut mir leid für meine Ehrlichkeit. Jetzt geben Sie bitte den Betrag ein, mit wie viel Kapital Sie starten möchten. Also ich hatte ja so ein... Wie viel Kapital wollen Sie denn starten, Herr Otter? Lass es mich doch mal. Ich wiederhole meine Frage. Mit wie viel Kapital wollen Sie denn starten, Herr Otter? Warum sind Sie denn so unfreundlich jetzt zu mir? Versuch doch gerade, mein Anliegen zu formulieren. Sie unterbrechen mich ja immer. Habe ich was falsch gemacht, dann tut mir das leid. Junger Mann. Sie können es noch besser machen, indem Sie auf meine Frage antworten. Ja, also ich hatte im Kopf, sag ich mal, mit 5.000, sag ich mal, zu investieren. Ist die Frage ja halt, wie viel da dann draus wäre, denn das wäre ja im Prinzip mein Grundanliegen. Also Herr Otter, Sie können jederzeit immer noch aufstocken. Ja. Sie sehen ja Minimum, Minimum 250, Maximum 50.000. Wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, okay, Sie möchten mit 5.000 starten, da wir eine lizenzierte und regulierte Firma sind, macht es natürlich Sinn, dass wir erstmal Sie verifizieren, okay? Und danach können Sie da einen Fragebogen machen, ja. Das machen wir später, und danach können Sie, also, allerdings, Herr Otter, wirklich, ich empfehle Ihnen, also von mir aus, aber ich darf Ihnen ja nicht sagen, was Sie tun sollen. Ja. Ne? Also dementsprechend empfehle ich Ihnen in dem Sinne, Sie können ja erstmal klein anfangen und dann später aufstocken, sprich hier nichts dagegen. Oder Sie sagen mir jetzt, Sie wollen direkt mit 5.000 starten, dann können wir das gerne machen, wie Sie möchten. Ja, also wenn, dann ja richtig, ne, nicht wahr? Weil das soll sich ja lohnen. Wie Sie möchten. Ja, dann machen wir das. Wie möchten Sie denn? Ich habe Lust zu zocken heute. Herr Otter, ja? Abgesehen davon, haben Sie wirklich Lust zu zocken oder einfach nur so Lust zu zocken in Ihren Worten? Naja, sag mal, ich hätte schon Lust richtig zu zocken, aber sag ich mal, die Spielhalle, die ist ja jetzt geschlossen wegen Corona. Da bin ich sonst gern mal hingegangen mit meinen Freunden. Okay, ich merke. Was machen Sie denn beruflich? Bitte? Also, Sie sind wahrscheinlich Rentner, oder? Ja, ich wollte gerade sagen. Sie sind wahrscheinlich Rentner, oder? Ja, das ist richtig. Ich habe früher, falls Sie das Sind Sie bei der Landesbank? Ich habe ja im Prinzip früher mal Schiffe gefahren. Also so kleinere Transportmaschinen im Prinzip. Hm. Es ist, wenn Sie das interessiert, ist das nautische Patent Nummer 7. Ja, interessant. Was haben Sie gerade gesagt? Ich habe das akustisch nicht verstanden. Sie waren kurz weg. Ach, Sie waren kurz weg, Herr Otter. Ich hatte ausgeführt, ich habe ja im Prinzip das nautische Patent Nummer 7, also zum Fahren der Schiffe da erworben. Ach, tatsächlich. Unglaublich. Ja. Sehr Wahnsinn. Ist also mal gar nichts Großartiges. Also ich bin totaler Wahnsinn. Ne, damit ist man jetzt ja noch kein Kapitän zur See im Prinzip, so, das ist halt immer die Binnenschifffahrt. So die Rhein-Main-Region, sag ich mal, wo dann die Sachen da verschifft werden. Mhm. Ist das denn, sag ich mal, relevant, sag ich mal, für Otter. Ja. Herr Otter, gehen Sie mal bitte zurück zu den verschiedenen Bezahlmöglichkeiten. Ja, einen Moment. Wie komme ich da denn, da oben steht zurück, ja?
Und dann bitte? Also dann gehen Sie einmal nochmal links oben, dass wir erstmal den Fragebogen machen. Das wird jetzt eine kleine Zeit dauern. Also mit wie viel wollen Sie nur mit 5.000 oder vielleicht auch mit 10.000 oder 20.000? Also sag mal, das Geld wäre da, aber ich habe halt ja immer noch keine Hausnummer, was ich denn an Profit, sag ich mal, mir errechnen kann. Das würde ich so ungern vorher wissen, bevor ich da all in gehe, nicht wahr? Okay, dann sage ich Ihnen Folgendes, weil ich habe Ihnen ja vorhin gesagt, also wir machen es lieber so, Herr Otter. Ja. Das ist das am vernünftigsten. Starten Sie dementsprechend mit einem wenig weniger Kapital und später können Sie ja immer noch Ihren Handelskonto aufstocken, okay? Ja, gut. Damit Sie den ganzen Service von unserem Account Manager mitnehmen, weil ich könnte Ihnen das jetzt auch alles sagen, wie Potenziale und so weiter und so fort, und währenddessen das Ihnen auch nahelegen und auch, wie soll ich sagen, ja, bildlich gestalten zum Beispiel. Na, mir würde ja, sag ich mal, eine grobe Hausnummer reichen. Ich wollte jetzt, keinen Vortrag. Ja, jetzt sagen Sie doch lieber eine große Nummer. Was sind denn 4%, 5%, 2%? Was kann man sich denn erwirtschaften da bei Ihnen? Ja, es kommt natürlich drauf an. Ja, nur so Pi mal Daumen. Es kommt natürlich drauf an, bei welchen. So Pi mal Daumen, also das ist ja so, Sie sind ja über den Juan Schenken gekommen. Wenn Sie zum Beispiel also jetzt ist der Grad bei 0,321, jetziger Stand, während wir jetzt sprechen. Herr Otter. Ja. Okay. Ist das mehr geworden? Haben Sie sich die Zahl gemerkt? Gerne können Sie sich einen Stift und Papier nehmen. Ja, einen Moment bitte. Gerne können Sie sich auch einen Stift und Papier nehmen, damit Sie sich das... Also gerade ja. Mal gucken. Ja, also so, was soll ich notieren? Der Juan Chaincoin. Ja. Okay, gegen US-Dollar. Ist jetzt zum Beispiel bei 0,03217. Schreiben Sie sich einfach nur... Habe ich notiert. Sehr gut. Und jetzt ist Ihnen, wenn Sie zum Beispiel am, was haben wir heute für ein Datum? Der 8.5. Schreiben Sie sich auch den 8. März auf, ja. 2021. Das nee, haben wir heute. Wir haben Mai, junger Mann. Genau. Mai, tut mir leid. Wissen 8. Sie was, Mai 2021. Wissen Sie, was der 8. Mai historisch für eine Bedeutung hat? Nee, sagen Sie es mir. Ja, ist ja im Prinzip der Zweite Weltkrieg zu Ende gegangen. Mhm. Ja. Ja. Haben Sie es mitgenommen? Also. Was denn? Wahnsinn. Unglaublich. Unglaublich. Genau. Und wenn Sie jetzt schreiben Sie sich zum Beispiel wiederum eine Zahl auf, der 4. Februar. 4. Okay. Februar? Ja. Der 4. Februar. Das ist aber nicht heute, ne? 4. Februar 2021. Ja. Genau, das ist ja vorher. Und am 4. Februar 2021 betrug der Juan Chaincoin 0,0075. Okay? Ja, das ist es jetzt ja deutlich. Schreiben Sie sich das auf. Schreiben Sie sich auf. Schon passiert. Haben Sie es aufgeschrieben? Ja, natürlich. Okay, hervorragend. Das ist ja ein enormer Unterschied. Und jetzt ist die Frage... Ja, das ist auf jeden Fall ein enormer Unterschied, aber was noch viel interessanter wird, ist, mit wie viel Kapital Sie starten. Ja. Also, und das möchte ich Ihnen auch gleich ein bisschen besser sagen. Nur sehe ich gerade, entweder ist es mit meinem... Wie bitte? Einen kurzen Moment. Ja. Ich hab Zeit. Ich hab grad meinen
Ein kurzen Moment, bleiben Sie mal kurz dran. Eine Minute, okay? Ja, kein Problem. Eine Sekunde. Ja, sehr gerne. Hallo? Junger Mann? Hallo? Hallo? Ich habe Sie gerade sprechen hören. Ist da ein Problem mit der Leitung? Hallo? Sott, ich bin wieder da, zurück. Ach, ja. Ich habe mich schon gesorgt, da war zwischendurch mal ein Geräusch in der Leitung und dann ist wieder Stille gewesen. Dachte schon, Sie sind weg. Nee, alles gut, Herr Otter. Ja. Herr Otter, also ich weiß nicht, was mit meinem PC los ist, aber ich wollte Ihnen gerade die potenzielle Renditen erwirtschaften, was Sie hätten machen können. Ja. Allerdings, Herr Otter, ich sag's mal so. Okay? Ja. So, also... Ich sag's mal so, Sie können später immer noch aufstocken. Sie müssen jetzt nicht mit 30.000 oder ähnliches hier mitgehen. Ja. In dem Sinne, sagen Sie mal, was Sie vor sich sehen, weil wir telefonieren schon 27 Minuten. Ja, ja, das ist ja, wir sind ja aber auch. Hier, sagen Sie mir, was Sie vor sich sehen? Wir sind hier ja auch nicht beim Brötchen kaufen, nicht wahr? Das muss ja wohl überlegt sein. Da steht jetzt wieder, wie möchten Sie bezahlen? Da sollte ich ja wieder hinklicken, nicht wahr? Ich sehe irgendwie nicht mehr. Ja, klicken Sie mal bitte lieber aufs Logo. Nochmal oben? Ich weiß nicht, was in meinem PC heute los ist. Auf den, links oben auf das Logo, genau. Ja, jetzt bin ich wieder an Anfang. Okay, sehr gut. Okay, super. Jetzt klicken Sie rechts oben auf Ihren Namen bitte, Herr Otter. Ja. Einmal auf Ihren Namen klicken. Ja. Und dann? Sehr schön, dann sehen Sie ja irgendwo Einzahlungen, richtig? Ja. Dann sehen Sie wieder irgendwo Einzahlungen, richtig? Genau. Klicken Sie einmal bitte auf Einzahlung. Klicken Sie einmal auf Einzahlung. Ja, das lädt. Immer noch. Jetzt steht da wieder, wie möchten Sie bezahlen? Da waren wir doch eben schon mal. Genau, dann klicken Sie nochmal auf GiroPay Skrill APM, Herr Otter. Was bedeutet denn das? Und ab 2000, das bedeutet, das ist eine Bezahlmöglichkeit, wie Sie das Ganze über Online-Banking machen können, was wir ja jetzt gleich machen, Herr Otter. Ach so, ja. Klicken Sie mal bitte auf GiroPay Skrill APM. Ja, schon gemacht, Chef, schon erledigt. Super, hervorragend. Und jetzt, Herr Otter, da Sie, also ab 2000, ne? Ja. Müssten wir jetzt Ihren Handel, also das Ganze verifizieren und so weiter und so fort, als erstes Step, bevor Sie mehr einzahlen können. Aber lassen Sie uns ein bisschen mit weniger Kapital starten. Anstatt 30.000 können Sie zum Beispiel mit 1.999 oder mit wie viel Kapital, also Maximum, oder mit 500 oder 1.000, mit wie viel Sie halt starten möchten. Mit wie viel Sie zunächst erstmal starten, um zu zocken, laut Ihren Worten. Ja, also müssen wir jetzt unter 2000 bleiben? Oder wie verstehe ich Sie? Ja, Sie können mit, auch mit wie viel Kapital wollen Sie starten? Wollen Sie mit
250 wollen Sie mit 1999. Naja, ich sag mal, wie viel Kapital wollen Sie jetzt starten? Wir sind doch eben bei 5000 gewesen. Oder ja, die 5000, die können wir ja, sie können ja später immer noch aufstocken. Das rennt ja nicht, weg. Das ist ja Ihr Handelskonto, verstehen Sie? Ja. Das gehört Ihnen. Gut. Ja, ja, Herr Otter. Dann nehmen wir doch die 1999. Das ist ja eine lustige Zahl. Da ist ja im Prinzip da, das habe ich auch so in Erinnerungen an die Jahreszahl. Also, oder 1000. Okay, super. Dann geben wir entsprechend die Zahl ein. Ja. Oder wenn Sie möchten. Ja, ja, schon erledigt. Was sehen Sie vor sich? 1999. Mhm. Dann sehen Sie ja einmal Einzahlung, richtig? Naja, das bei mir steht Anzahlung. Klicken Sie einmal unten auf Einzahlung. Da steht Anzahlung. Auf Anzahlung tippen. Einmal auf Anzahlung. Ja, nicht, dass ich was Falsches mache. Klicken. Alles gut. Also kommt natürlich darauf an, wenn Sie mit 1999 starten möchten, dann klicken Sie unten auf Einzahlung, wenn Sie mit 1000, wie Sie möchten. Aber es ist ja eine interessante Zahl, haben Sie gesagt. Da klicken steht, Sie bitte das steht jetzt auf irgendwas, Anzahlung. Da steht jetzt irgendwas auf Englisch, aber das verstehe ich nicht. Kooki Notize. Hallo? Wie bitte? Ich sag, da ist jetzt so ein... Wie bitte? Ich hab's ja kürzlich nicht verstehen. Da ist was auf Englisch, aber das verstehe ich nicht. Mhm. Also rechts oben sehen Sie ja irgendwo Ihren Namen. Oder was? Ich habe gerade den Faden verloren. Haben Sie auf Anzahlung geklickt? Ja, oder ja, und da steht jetzt Kooki Notize. Ja, keine Ahnung, wie man das alles vorliest. Ach so, akzeptieren. Das steht ja Cookies akzeptieren oder so. Das ist alles auf Englisch, das kann ich nicht verstehen. Also nicht erlesen. Im accept. Sie sehen doch da zwei Buttons. Sie sehen doch einmal Buttons. Ja. Accept oder das andere, richtig? Klicken Sie auf accept. Das hab bedeutet ich akzeptieren. Nun, noch was gelernt. Super. Heute. Ja. Klasse. Was sehen Sie jetzt? Da steht jetzt, Banküberweisung mit Klarna werden sofort bestätigt. Okay, super. Dann geben Sie einmal die IBAN ein und einmal BIC. Oh, da muss ich erst mal gucken, wo ich die hingelegt habe. Ich nehme sie mal kurz also mit ist in meiner Hemdentasche, ja. Ja. Und danach kann ich dann also auch gleich loslegen? Bin ja schon also ganz danach geht es erstmal darum, die Transaktion zu bestätigen, damit ich dann auch bestätigen kann, dass das Geld überhaupt drauf ist in Ihrem Handelskonto. Ja. Und danach machen wir einen Termin aus, wo Sie dementsprechend hier alles Ihnen Informationen aufgeteilt werden von unserem top-ausgebildeten Account Manager. Damit sie auch dementsprechend Spaß dann haben, hier potenzielle Renditen zu erwirtschaften, wenn sie auch die richtigen Entscheidungen treffen hier. Herr Otter, jetzt machen wir mal die Aktivierung. Was sehen Sie vor sich oder wo sind Sie gerade? Haben Sie die IBAN eingegeben? Haben Sie BIC eingegeben? Wenn Sie mich akustisch verstehen können, geben Sie mir gerne eine akustische Rückmeldung. Ich spreche doch die ganze Zeit schon. Gibt's da also immer Störungen? Ah, okay, ich hab's irgendwie nicht gehört. Vielleicht liegt alles das an gut, den Leuten, die so laut was schreien. Haben Sie gesagt? Die Leute schreien so bei Ihnen, ich kann sie gar nicht mehr verstehen. Hallo? Ja, Herr Otter, Sie verstehen ja. Verstehen Sie mich jetzt, Herr Otter? Ja, das ist ja so laut bei geben Ihnen. Geben Sie einmal plötzlich die IBAN und die BIC ein. Nee. Geben Sie einmal die IBAN und die BIC ein, Herr Otter, für Ihr Online-Banking. Ich bin ja nicht so blöde, wie du aussiehst.
Hallo? Wenn Sie soweit sind, dann sagen Sie mir Bescheid. Hallo? Können Sie mich hören? Ja, können Sie mich hören? Ja, ich kann Sie sehr gut hören. Hier ist Dimitri von Radio Bremen. Wir sind gerade live auf Sendung und haben Sie dabei erwischt, wie Sie versucht haben, einem alten Mann 2000 Euro zu klauen. Ich hätte jetzt gerne ein Statement von Ihnen. Unsere Zuhörer würden sich sehr für Ihre Meinung dazu interessieren. Also wenn Sie möchten, habe ich gesagt, können Sie dementsprechend diesen Betrag eingeben. Das ist eine regulierte und lizenzierte Firma. Absolut. Zum einen absolut. Haben Sie Ihre Stimme. Ja, klar. Und den Betrag, den Sie eingeben wollten, haben Sie ja auch eingegeben, oder? Ja, auf den ganzen Druck, den Sie auf den armen, alten, verwirrten Mann ausgeübt haben. Gar kein Thema, dass der das dann macht. Völlig logisch. Den armen, alten, verwirrten Mann. Offensichtlich. Okay, das ist Ihre Sichtweise. Offensichtlich. Noch viel dümmer hätte man sich gar nicht stellen können. Sind Sie stolz drauf, dass Sie so mit Menschen umgehen, die Ihr letztes Erspartes verlieren an Sie? So, meine Zentrale sagt mir gerade, wir haben 47.000 Zuhörer. Es ist jetzt Ihre goldene Stunde, sich einmal zu rechtfertigen dafür, was Sie da machen. Dimitri an Zentrale, ist der Gespräch noch online? Technik, ist das Gespräch noch online? Hallo? Freunde? Freund? Freund oder Feind?